Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox und zwar mit dem GameStar PC Titan Z für 4.299 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, das System habe ich bei uns aus dem Videovorschlägekanal rausgezogen. Das hat nämlich Zang hier reingepostet und das schauen wir uns jetzt mal an. Eine Sache noch, das Feedback zu dem Video davor, also mit Rain84, der das aufgenommen hat, wurde sehr positiv aufgenommen. Das werden wir vielleicht in Zukunft mal häufiger machen. Ich habe noch einige Reviews am Start, unter anderem SSDs und Gehäuse und sowas. Und von daher kann er mir da ein bisschen Arbeit abnehmen. Wenn ihr damit happy seid, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Gehäuse stimmt. Einige Sachen wurden ausgetauscht. Das tut der Optik jetzt aber keinen großen Abbruch. Und schauen wir uns das Innenleben an. Ja, also der RAM, der hier drin ist, der passt nicht 1:1, der ist designtechnisch aber auch einfach nur schwarz. Die Wasserkühlung, die leuchtet auch, hier ist es eine Deepcool, da kommt aber eine Corsair rein. Das tut der ganzen Sache aber keinen Abbruch, das Mainboard zum Beispiel stimmt. Auch wenn das Bild nicht zu 100% richtig ist, kann man davon ausgehen, dass wenn die Kiste nach Hause kommt, man nicht enttäuscht ist, weil halt die Optik fast gleich ist. Starten wir auch direkt mit dem Betriebssystem. Hier haben wir Windows 11 Home 64-Bit inklusive USB-Stick und 30 Tage Xbox Game Pass Ultimate. Ja gut, den 30 Tage Game Pass kriegt man für 1 Euro, wenn man Neukunde ist, von daher lassen wir den mal außen vor. Der USB-Stick ist natürlich nice to have, die kosten jetzt aber auch nicht so viel und wir haben halt Windows 11 Home. Das ist natürlich gerade bei der aktuellen Intel-Generation von Vorteil gegenüber Windows 10, ist sowieso das aktuellste Betriebssystem, das passt soweit. Und das kostet 29,11 Euro bei IT Hardpulse. Der Prozessor ist ein Intel Core i9-14900KF, der hat 24 Kerne, 8 Performance und 16 Efficiency Kerne bzw. 32 Threads, also 16 Performance Threads und 16 Efficiency-Kerne, eine TDP PL1 125 Watt, PL2 253 Watt. Das Ding kann sich über 300 Watt ziehen, wenn man ihn frei laufen lässt. Ich denke mal, die werden hier beim Mainboard die PL1 und PL2 aber einstellen. Trotzdem werden 253 Watt für die Wasserkühlung, die hier drin ist, auf jeden Fall schwierig. Und da unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Könnt ihr wie immer schneller betreiben. Also DDR4 ganz locker 3600 MTS. Bei DDR5 ja 6400, 6800, das sollte soweit laufen, sofern ihr nur 2 Riegel verbaut. Bei 4 Riegeln wird es dann wieder schwieriger. Das ist aktuell der Top-Prozessor von Intel, ist natürlich die KF-Variante, das heißt, er hat keine integrierte Grafikeinheit. Es gibt den natürlich auch noch als K-Variante, macht aber keinen großen Unterschied. Das ist aber auch ein Prozessor, der zum Beispiel den 7800X3D von AMD in einigen Titeln schlägt. Nicht viel, aber er schlägt ihn, dabei ist AMD aber in anderen Titeln wieder besser. Wir haben ja auch ein schönes Video von Testing Games, die testen dann halt Spiele, wie der Name schon sagt, und zeigen dann aber auch, was für eine Leistungsaufnahme diese Prozessoren haben. Hier bei Cyberpunk sieht man unter anderem, dass der 7800X3D 120 FPS schafft und der 14900K 128 FPS. Allerdings pfeift der sich auch fast das Doppelte an Wattleistung rein. Von daher sollte man da ein bisschen überlegen. Nimmt man lieber den effizienteren Prozessor oder will man wirklich diese 8 FPS noch extra haben? Dann hätten wir auch noch Hogwarts Legacy, da ist der Unterschied 1 FPS. Beim Flight Simulator sieht man, da hat AMD wieder die Nase vorn. Bei Starfield ist es ganz deutlich der 14900K. Und bei Hitman hat AMD wieder ein bisschen die Nase vorn. Auch hier sieht man wieder 70 Watt gegenüber 106 Watt. Das muss man dann selber entscheiden. Was möchte man haben? Was lässt sich besser kühlen? Wegen Lautstärke auch und eben wegen Stromverbrauch. Ansonsten ist der Prozessor natürlich ganz klar fürs Gaming geeignet, für Streaming, für Videobearbeitung und so weiter. Das passt soweit schon. Und der kostet 607,99 Euro bei eBay über Trend IT. Der Prozessor-Kühler ist eine Corsair H150i RGB Elite Wasserkühlung. Also erstmal, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Vorschaubild von eben, sieht man, dass die Lüfter nicht beleuchtet sind. Klar, der Pumpenkopf, der leuchtet, aber wer da Wert drauf legt, sollte vielleicht eine andere Wasserkühlung nehmen. Eine 360er Wasserkühlung ist auch so ziemlich das Mindeste, was ich empfehlen würde bei diesem Prozessor. Der schafft die sowieso nicht. Wenn man jetzt den Prozessor irgendwie voll auslastet, sei es im Rendern oder Verkrümmungsstabilisierung, zum Beispiel bei Adobe, das sehe ich in meinen Reviews immer, da wird der Prozessor voll ausgelastet, dann schafft die Wasserkühlung das einfach nicht mehr. Im Gaming-Betrieb wird das natürlich funktionieren. Ich finde aber auch 179 Euro für eine 360er Wasserkühlung ist schon krass. Es gibt deutlich günstigere Alternativen. Aber sie ist jetzt hier verbaut.
Support ist jetzt auch nicht der mega Fehlgriff, das passt soweit schon. Und die kostet 179,89 Euro bei Mindfactory. Und um diese ganze Thematik nochmal zu unterstreichen, Kreativecke hat hierüber ein Video gemacht über den 14900K. Das Riesenproblem, das viele Leute haben werden, 350 Watt und 100 Grad. Lasst es euch nur gesagt sein, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 4090 als OG Gaming Edition. Auch hier ganz klar, die 4090, aktuell die beste Grafikkarte, die ihr euch überhaupt holen könnt am Markt. Für WQAD Gaming, 4K Gaming locker geeignet, gerade in Kombination mit diesem Prozessor. Von daher, das ist soweit schon völlig in Ordnung. Den FPS dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 1.969 Euro bei Alternate. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. Jetzt könnte man natürlich sagen, yo, 14. Generation Intel, warum Z690 und nicht Z97? Ist relativ egal, funktionieren tut das alles. Natürlich wäre Z97 schöner gewesen, weil es ein bisschen aktueller ist, aber das tut der Leistung keinen Abbruch. Ansonsten haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x USB Typ C ist auch mit am Start, ein Flashback BIOS Button, Clear BIOS Button und dann noch die Onboard Grafik, die ihr hier aber nicht benutzen könnt, weil es ein KF Prozessor ist. Bedeutet für euch, wenn die Grafikkarte mal abraucht und ihr wollt unbedingt ein Bild ziehen, funktioniert das mit diesem Mainboard in der Kombination mit diesem Prozessor nicht. Da müsste man dann einen 14900K ohne F nehmen. Das ist ein grundsolides Mainboard. Wie gesagt, ist jetzt egal mit dem Chipsatz. Es wäre schöner gewesen mit Z97, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ja, kann man so machen. Und das kostet auch stolze 339,84 Euro bei ProShop. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM Dual Channel, 2x16 GB, 5600 MHz Kingston Fury Beast. Und wenn man sich dazu noch die Info anguckt, sieht man, es ist CL40 RAM. Die von euch, die sich auskennen, werden jetzt sehr wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, mache ich auch. Also 5600 MTS, in dem Fall ist die Spezifikation von Intel, kann man machen. CL40 ist halt sehr langsam. Es gibt CL30 RAM, CL28, es gibt auch CL32 RAM, das wäre alles noch irgendwo in Ordnung gewesen. CL40 finde ich einfach fehl am Platz. 32 GB ist auch in Ordnung, aber die Timings hätte man auf jeden Fall besser machen können. Und der kostet 115,11 Euro bei eBay über Cyberport Shop. Die SSD ist eine 2000 GB M.2 PCI Express 4.0 SSD Kingston Fury Renegade. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Völlig okay. 2 TB müsst ihr selber mit klarkommen. Ich persönlich hätte mir 4 TB gewünscht bei der Preisklasse. Aber ja, wenn ihr sagt, 2 TB reichen euch erstmal, ist das okay. Wenn man sich jetzt Spiele anguckt wie Starfield, 160 GB circa. Wenn man sich ein Spiel anguckt wie Cities Skylines 2, 70 GB. Wenn man dann noch viele kleine Programme und so hat, sind diese 2 TB irgendwann voll. Ansonsten qualitativ und von der Geschwindigkeit her völlig in Ordnung. Und die kostet 124,93 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet Darkbase Pro 901. Hatte ich leider selber hier noch nicht zum Test, aber die BeQuiet Gehäuse sind eigentlich qualitativ meistens völlig in Ordnung. Das bringt auch noch eine Meshfront mit, also ihr müsst nicht diese Platte hier benutzen, sondern ihr könnt hier einfach wechseln. Dieses Zubehör ist meistens dabei. Das war unter anderem bei dem alten 802er auch immer mit dabei. Da habe ich öfters drin gebaut, das ist völlig okay. Kabelmanagement geht auch klar. Und das kostet 288,99 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 1000 Watt BeQuiet Straight Power 11, 93% Effizienz, 80 plus Gold zertifiziert. Und das ist jetzt auch wieder so ein Punkt, den verstehe ich nicht. Also erstmal 1000 Watt, völlig gerechtfertigt in dem System. 14.900 kF mit einer 4090, da sind 1000 Watt schon völlig okay. 850 Watt hätten theoretisch auch gereicht, ja, aber 1000 Watt, da ist man auf der sicheren Seite. Was hier aber schade ist, die nehmen das Straight Power 11. Das bedeutet, ihr habt noch nicht den neuen 12 Volt High Power Anschluss mit dabei. Die werden sehr wahrscheinlich über dieses Adapterkabel an die Grafikkarte gehen. Das sieht immer so ein bisschen mehr aus. Also wirklich nicht schön und je mehr Steckverbindungen ihr in so einem System habt, desto eher ist die Fehlerwahrscheinlichkeit. Ansonsten hat es 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Das ist alles in Ordnung, aber man hätte ein aktuelleres Netzteil nehmen sollen. Funktionieren tut das natürlich. Ich persönlich bin nur kein Fan von diesen Adapterkabeln. Und das kostet 175,40 Euro bei Mindfactory. Auch hier wieder diese Besonderheit, 36 Monate Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice. 36 Monate Pickup und Return. Die muss man erstmal bezahlen. Also wenn man das jetzt bei anderen Systemen der Getoren macht, dann muss man da so 70 bis 100 Euro extra bezahlen, wenn man das so haben möchte. Garantieerweiterung plus Pickup und Return. Hier ist das alles schon mit drin. Super. Das Thema hier hatten wir auch schon mal. Hier ist eine Erweiterungskarte mit dabei. USB, PCI Express Karte, einmal USB 3.0, einmal USB Typ C. Ja, okay. Also das Gehäuse selber hat auch schon extra Anschlüsse. Das Mainboard hat viele Anschlüsse. Warum sie die noch da reingepackt haben, weiß ich nicht. Ich nehme jetzt einfach mal für einen Preispunkt diese hier. Die hat zweimal USB Typ C 3.0. Ja, ist jetzt nicht USB-A und USB-C, sondern halt zweimal USB-C.
Passt schon so weit vom Preis her, denke ich. Und die kostet 28,37 Euro bei Mindfactory. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Erweiterungskarte, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 3.858,63 Euro. Und das System kostet 4.299 Euro. Da seid ihr jetzt beim Preisaufschlag von ca. 440 Euro. Das ist ein bisschen teuer. Man kann jetzt natürlich hergehen und noch die 36-monatige Garantie mit Pickup und Return abziehen. Dann seid ihr irgendwo bei 340 Euro. Es gibt Systemintegratoren, die machen das besser. Ja, aber man muss auch sagen, dass die Grafikkarten, gerade die 4090 und auch die Prozessoren der 14900KF, sehr stark in den Preisen schwanken. Da kann es durchaus mal passieren, dass so eine Grafikkarte an einem Tag 50 oder 100 Euro günstiger oder eben auch wieder teurer wird. Deswegen ist ein bisschen teuer, aber man wird nicht abgezockt. Klare Sache. Da gibt es ganz andere Systemintegratoren, die das besser können mit der Abzocke. Was mir hier nicht gefällt, ist einfach an der Konfiguration der RAM. Da hätte man 6000er CL30 oder so nehmen können oder 6400er. Das funktioniert auch. Könnt ihr vielleicht sogar umkonfigurieren. Und das Netzteil ist halt auch so ein Thema. Lieber ein Netzteil nehmen, ATX 3.0 mit dem neuen 12 Volt High Power Anschluss, dann seid ihr good to go. Wenn ihr möchtet, konfiguriert es euch halt um. Abgezockt werdet ihr hier nicht. Ich bin ja schon happy, dass sie nicht dieses blöde Boostbox-Netzteil da reingeworfen haben mit 850 Watt oder so. Ich hätte aber auch noch eine Alternative. Heute sind wir mal wieder bei MyPC gelandet und zwar haben wir hier den RTX 4090 i9 14900KF Gaming PC. Hier kostet der 3.629,99 Euro. Wir bekommen auch eine 4090, wird sehr wahrscheinlich nicht das TUF-Modell, wird irgendein günstigeres Modell sein, aber die tun sich in der Leistung eigentlich so ziemlich gar nichts. Das sind vielleicht 1-2 Prozentpunkte, je nachdem, ob man so eine OC-Karte hat oder eben nicht. Wir bekommen den gleichen Prozessor, wir bekommen eine 420er Wasserkühlung, also nicht 360er, sondern 420er. Auch die wird mit dem Ding nicht klarkommen. Wenn der sich seine über 300 Watt reinpfeifen kann, kommt die Wasserkühlung einfach nicht hinterher. Liegt unter anderem auch daran, dass von dieser kleinen Fläche, die so ein Prozessor hat, einfach diese 300 bis 350 Watt runter müssen. Und das schaffen die Wasserkühlungen einfach nicht. Da kriegt ihr sogar Probleme, wenn ihr irgendwie eine Custom-IO benutzt. Der Arbeitsspeicher ist hier 6000er CL30, was ich eben auch gesagt habe. Auch 32 GB. Das Mainboard ist ein Z97-Board, das heißt, der Chipsatz ist aktueller. Das Tomahawk Wi-Fi hat jetzt nicht so viele Anschlüsse wie das Asus-Board, ist auch ein bisschen günstiger, reicht aber für den Prozessor auch völlig aus. Die Festplatte ist eine 2 TB Kingston KC3000, hat auch die 7000 MB pro Sekunde lesen, schreiben. Kann man ungefähr gleichsetzen mit der anderen SSD. Das Gehäuse, da haben sie ein etwas günstigeres genommen, und zwar das 800 FX Black mit Glasfenster. Wenn wir das nämlich direkt vergleichen, haben wir hier 173 Euro und das andere Case kostet 288 Euro. Ist aber dennoch qualitativ völlig in Ordnung. Auch ein Be Quiet Gehäuse, bringt auch die RGB-Lüfter mit und so weiter, das passt schon so. Hier setzen sie auf ein Be Quiet Pure Power 12M 1000 Watt 80 Plus Gold, hat circa die gleichen Spezifikationen wie das andere Netzteil, bringt aber schon den neuen Stecker mit. Die Gehäuselüfter, klar, die sind mit dabei. Und hier haben wir anstatt 3 Jahre halt 2 Jahre mit Pickup und Return. Eine direkte Windows 11 Lizenz ist auch nicht mit dabei, hier ist auch nicht Windows 11 Home, sondern Pro. Das wird vorinstalliert mit allen Treibern. Ihr müsst dann nur noch einen Key da reinschmeißen und dann seid ihr auch good to go. Und wenn wir uns da die Liste angucken, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 3.410,97 Euro. Und da seid ihr bei 3.629,99 Euro. Da seid ihr dann bummelig beim Aufpreis von 210 oder 220 Euro circa. So in dem Bereich spielt sich das ab. Dafür ist die Kiste aber ein Ticken schneller. Ist jetzt nicht viel, das sind Nuancen. Also ihr habt den gleichen Prozessor, ihr habt die gleiche Grafikkarte. Es ist jetzt nicht die TUF-Grafikkarte, sondern halt irgendeine 4090. Wie gesagt, die tun sich aber nichts untereinander. Und der RAM ist halt schneller. 6000er RAM anstatt 5600 und CL30 anstatt CL40. Das merkt ihr vor allen Dingen in den 1% Low. Also Ruckler und so weiter werden da ein bisschen vermieden. Die Wasserkühlung ist größer, das Mainboard ist etwas aktueller, hat aber nicht so viele Anschlüsse, habe ich ja eben alles schon gesagt. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, würde ich eher das System nehmen. Vor allen Dingen kostet der Bums halt 4300 Euro knapp und der hier 3630. Würde ich mir dann überlegen. Für die gleiche Leistung. Also grundsätzlich abraten tue ich von dem System hier nicht. Wechselt den RAM, wechselt das Netzteil, dann seid ihr damit auch good to go. Wenn ihr es ein bisschen günstiger haben wollt mit der gleichen Leistung, nehmt den von MyPC. Ich verlinke das hier alles in der Videobeschreibung, könnt ihr alles nachkontrollieren. Ihr könnt euch die Geizhalslisten angucken. Wenn sich irgendwas ändert, könnt ihr es auch anpassen. Von daher, das ist alles nachvollziehbar. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.